bin der Toni Kögel. Wir sind hier in Ettringen im schönen Unterallgäu. Wir bewirtschaften hier zusammen mit meiner Familie, mit meiner Freundin der Kathi und mit meinem Papa zusammen einen Milchviehbetrieb. Wir haben knapp 180 Milchkühe. Davon sind 150 Laktierende zu füttern. Wir haben eine Milchleistung von knapp 9000 Litern. Wir füttern nur eine Mischung für alle laktierenden Kühen. Wir haben nur eine Gruppe. Unsere Mischung besteht hauptsächlich aus Mais-Silage. Dazu füttern wir Grasballen als Rumpbein-Silage und Graskops. Dazu noch die Kraftfutterkomponenten und das Mineralfutter. Zusätzlich in unsere Mischung kommt noch Wasser hinzu, um die Kops ein bisschen aufzuweichen, damit die besser haften in der Ration, damit die nicht so einfach selektiert werden, um einfach sicherzustellen, damit jede Kuh gleich viel von ihrer Futterkomponente frisst am Tag. Bevor wir uns einen elektrischen Mischwagen zugelegt haben, haben wir ganz konventionell mit einem Schlepper und angehängten Mischwagen gefüttert. Wir hatten zusätzlich noch einen 312 PS Schlepper für die Außenwirtschaft. Und der Knackpunkt war immer, gerade im Winter, der Dieselmotor, halbe Stunde Mischung, Vollgas. Dann ist der Motor noch nicht mal wirklich warm und er wird quasi schon wieder abgestellt. Also für einen Schlepper einfach Gift. Und wir konnten uns dann eben durch den neuen elektrischen Mischwagen den Mietschlepper quasi sparen und setzen jetzt quasi unseren Schlepper, der bis jetzt am Mischwagen hing, mehr in der Außenwirtschaft ein und müssen nicht immer an- und abhängen. Wir haben bei unserer Ration eine Viertelstunde Nachmischzeit, um die Mischung schön gleichmäßig und homogen werden zu lassen. Wir haben ca. einen Verbrauch von 3,3 Kilowattstunden pro gemischte Tonne Futter. Dadurch ergibt sich dann doch ein relativ großes Einsparpotenzial gegenüber dem herkömmlichen Diesel. Silo King war der einzigste Hersteller, der überhaupt einen elektrischen Mischwagen anbietet auf dem Markt. Zusätzlich stand die Wendigkeit ganz klar als Vorteil da, da wir einen Stechfuttertisch haben und die Wendigkeit gerade mit dem Dreirad und zusätzlich mit der Rückfahrkamera einfach super war. Gesamt betrachtet kann man einfach sagen, dass durch den neuen Mischwagen unser Schlepper flexibler eingesetzt werden kann. Gerade in der Außenwirtschaft ganz einfach das Gesamtkonzept vom Mischwagen mit seiner Wendigkeit und mit seinem elektrischen Antrieb, gerade mit Blick in die Zukunft, mit der Thematik erneuerbare Energien, fühlen wir uns da einfach sehr gut aufgehoben.